Ja, dann komme ich schon zum Atommüll. Fange mal ganz allgemein ein mit einem Vergleich, den die, die schon länger dran sind, natürlich alle kennen, aber er ist immer noch treffend. Man sagt ja mit dem Atommüll, das ist so wie ein Flugzeug, was irgendwann mal gestartet ist und jetzt, wo das Flugbenzin langsam zur Neige geht, stellen wir fest, wir haben gar keine Landebahn und wir wissen auch gar nicht, wie man eine baut. Das kommt noch dazu. Wir werden, wenn es bei diesen Laufzeiten bleibt, wie sie jetzt im Atomgesetz stehen, werden wir am Ende 17.000 Tonnen hochradioaktiven Müll haben. Und wenn man weiß, dass der winzigste Bruchteil eines Milligramm Plutonium schon tödlich ist, dann kann man vielleicht erahnen, was das bedeutet. Und das ja allein in Deutschland. Dieser hochradioaktive Müll ist an 17 Standorten in der ganzen Republik verteilt, in sogenannten Zwischenlagern, in Castor-Behältern. Die ersten dieser Zwischenlager sind vor 20 Jahren in Betrieb gegangen. Das heißt, die haben eine Betriebsgenehmigung von 40 Jahren. Das heißt, die Hälfte der Zeit ist schon um. Und Zwischenlager kann man sagen, ja, wo zwischen denn? Davor ist das Atomkraftwerk, aber was kommt danach? Es kommt eben noch nichts danach. Es gibt keinen Plan, es gibt keine Lösung. Und von daher wird das wahrscheinlich erstmal von einem Zwischenlager zu einem ziemlich langen Zeitdauerlager. Und diese Behälter sind aber eben nur für 40 Jahre genehmigt. Und das ist die spannende Frage. Was wird dann damit? Plus, jetzt mit dem Brunsbüttel-Urteil natürlich, ne, jetzt sagt das Gericht, diese Lagerhalle ist nicht gesichert gegen den Beschuss panzerbrechender Waffen, nicht gesichert gegen Flugzeugabstürze. Und dazu muss man wissen, dass diese Halle in Brunsbüttel von diesen 17, da muss man vielleicht sagen, Neckarwestheim ist die Ausnahme, weil da lagert es ja in einem Stollen, im Steinbruch. Aber die 16 anderen Hallen, die sind entweder baugleich wie Brunsbüttel oder haben dünnere Wände und Decken. Ja, also das ist noch die beste quasi. Ja. Und die wurde jetzt vom Gericht als zu unsicher erklärt. Aber der schleswig-holsteinische Umweltminister Robert Habeck von den Grünen hat dann eine Notstandsverordnung erlassen, dass die neuen Castor-Behälter, die da drin sind, auch drin bleiben dürfen. Schlicht und einfach. Und da hat er ja auch recht, weil er nicht weiß, wohin sonst damit. Und von daher sieht man aber das ganze Dilemma. Schwach- und mittelaktiver Müll haben wir jetzt, nachdem sich die Menge ja anerkennenderweise sozusagen der Bundesregierung jetzt verdoppelt hat, müssen wir von 600.000 Kubikmetern ausgehen. Das ist, wenn man jetzt sagen würde, mit solchen Fässern, man würde es 1 Meter hoch stapeln, sind das 85 Fußballfelder. Wir haben im Augenblick bundesweit 2000 beschädigte oder durchgerostete Fässer. Also auch da ist Brunsbüttel ein Beispiel. Also neben dieser Castor-Halle haben die auch im Keller vom Kraftwerk so Kavernen, da haben sie über Jahrzehnte solche Fässer gelagert und haben nie nachgeguckt. Und jetzt haben sie mal nachgeguckt und festgestellt, das Zeug läuft da raus, alles durchgerostet. Wir haben seit 50 Jahren in Deutschland, seit über 50 Jahren Atomenergienutzung. Und es ist bis heute noch kein Gramm Atommüll, was in dieser Zeit entstanden ist, in irgendeiner Weise entsorgt. Ist auch so ein schönes Wort, ne? Entsorgung. Man hat sich der Sorgen entledigt. So ist es halt gerade nicht mit diesem Zeug, was Millionen Jahre strahlt. Deutschland ist sehr gerne Weltmeister. Fußball, Export, was auch immer. Deutschland ist auch Weltmeister in der Anzahl gescheiterter Atommülllagerprojekte. Ja, also sagt nur die Stichworte Asse, Morsleben, Gorleben. Das ist schon ziemlich oft schiefgegangen hierzulande. Und da gibt es Wissenschaftler, die behauptet haben, die Asse, das ist auf 1 Million Jahre sicher. Diese Aussage war dann 10 Jahre lang richtig. Knapp daneben. Das sind die gleichen Wissenschaftler, die sagen, Gorleben ist sicher. Interessant. Vor 2 Jahren war der damalige Bundesumweltminister Peter Altmaier von der CDU, der ist ja inzwischen noch aufgestiegen, ist jetzt Kanzleramtsminister, der war zu Besuch im Wendland, Gorleben, hat dort auf einer öffentlichen Veranstaltung gesprochen zu diesem neuen Gesetz, was dann kommen sollte, und hat den schönen Satz gesagt, der wollte sich, also wollte sich wahrscheinlich ein bisschen beliebt machen bei den doch sehr kritischen Leuten im Wendland. Jedenfalls hat er den schönen Satz gesagt, dieser Müll hätte nie produziert werden dürfen. Also, ich sage für so einen CDU-Politiker, ein erstaunlicher Satz. Und ich habe ihn dann gefragt: Ja, Herr Altmaier, warum haben Sie denn dann im Bundestag 2011 dafür gestimmt, dass noch in neuen Kraftwerken, die meisten noch bis 2022, dieser Müll produziert werden darf? Da habe ich dann keine Antwort gekriegt.